So, dann eine Truhe gefunden mit einem Schlüssel. So, dann zur nächsten Ebene. Sensei, are you alright? Why don't we call it a day today? I'm getting really dizzy. Oh, you come so far. Does that mean you're a fan of mine? Seriously? That makes Reset so happy. Since you tried so hard, I wonder if I should do something special for you. But not here. First, you gotta prove your love just a little bit more. I'll be waiting. Sensei, I'm gonna try even harder. Ja, habe ich mich ein bisschen lustig gemacht. Und der nächste Gegner. Nämlich, die kennen wir schon, aber nur jetzt in einer neuen Form. Die können sich selbst wütend machen und sind gegen Eis anfällig. Ich glaube, da ist mir dann auch aufgefallen, dass so ziemlich, also fast alle Gegner auf Eis anfällig sind. Das, obwohl Chia die ist, die am wenigsten SP hat. Deswegen hatte ich da leichte Probleme. Mit ihr ging mir die SP ziemlich schnell aus. So, und wieder ein Level Up. Level 29 diesmal schon. Und hier gleich zum nächsten Kampf übergesprungen. Hier wieder mal die Löwen. Wichtiger ist aber eher, dass wir hier wieder eine neue Person bekommen. Nämlich diesmal ist es der Elefant. Nämlich, wie heißt der? Vitala, so. Ja. Und ist vom Typ Devil. Und Devil brauchen wir. Devil brauchen wir. Irgendwann später mal. Und hab deswegen. Jetzt habe ich aber mit Schischen rausgehauen, oder? Schon, oder? Oder habe ich Ip und Datara weggehauen? Nein, mit Schischen habe ich weggehauen. Und eine andere Karte, nämlich Magician. Ja, das habe ich jetzt nur reingenommen, damit ihr seht, dass ich hier nichts bekomme. Denn normal kann er Skills verändern, aber dadurch, dass es keine Skills zum Verändern gibt, hat es auch keine Wirkung. So, hier eine goldene Truhe gefunden. Natürlich haben wir durch die Chess Key, die wir vorher gefunden haben, es öffnen können. Und eine neue Waffe für Yukiko. Habe ich natürlich gleich ausgerüstet, obwohl die Hitrate runtergeht, aber die Attacke geht extrem hoch. So, und zum nächsten Gegner gesprungen. Hier haben wir im Hintergrund eine Truhe gesehen, nur habe ich das jetzt rausgeschnitten und ja, bevor ich das wieder reinschneide, lassen wir es einfach, weil es war ja nur eine normale Truhe, wo, keine Ahnung, ich glaube eh nur eine Chase Key drin war oder so. So, aber jetzt zum Gegner. Neue Vogelgegner und die sind, wie kann man es ja erwarten, gegen Eis anfällig. Wieder mal. Also wenn man sie mit Eis angreift, sind sie ziemlich leicht zu besiegen. Gut, springen wir zum nächsten Gegner. Das ist nämlich wieder neu. Also nicht die Löwen diesmal, sondern die Handschuhe. Die können nämlich die anderen boosten, indem sie die kritische Rate erhöhen. Und die sind, im Gegensatz zu den Löwen, nicht gegen Feuer anfällig, sondern gegen Wind. Die sollte man nämlich ziemlich schnell ausschalten, weil sonst boosten sie die Gegner. Und ja, dann können sie, so wie die Löwen hier, extrem gefährlich werden. Und da hat sich einer hinten versteckt. Und den habe ich erst zum Schluss gesehen. Hier mal die Löwen ausgeschaltet, damit sie keine Bedrohung sind.
mit Josuke den anderen Handschuh kritisch getroffen. Nur anstimmen können wir jetzt nicht. Mabufu eingesetzt, obwohl das glaube ich ein Fehler war. Nee, doch nicht. Und wieder die kritische Rate erhöht. So, jetzt nur noch ein Gegner hier. Und das war's mit dem Kampf. Und springen wir gleich zum nächsten Kampf. Wieder Löwen. Diesmal keine Handschuhe, soweit ich weiß. Aber wichtiger an diesem Kampf ist erst wieder das, was danach kommt. Nämlich eine neue Persona. Also entweder den Stern oder diesen Matador. Und wir haben die Persona Matador bekommen. Jedoch haben wir es gleich wieder freigelassen, weil Death ist eine Persona, die wir so nicht brauchen. Ja. Und eine andere Karte, nämlich wieder Empress. Und Empress, wie wir schon wissen, heilt uns komplett. Was zu diesem Zeitpunkt ziemlich notwendig war. Und gleich zum nächsten Kampf gesprungen. Da ist nämlich eine neue, nämlich diese. Die kennt man vielleicht von vorher noch, weil das waren auch solche Gase mit Masken. Nur bei der letzten war eine 3 auf der Maske, jetzt ist eine 4. Das heißt, sie sind gegen etwas anderes schwach, nämlich Wind, wie wir hier sehen. So, das kennen wir schon. Und zur nächsten Ebene gesprungen. Come on, hang in there, just a little bit more, I'm rooting for you. What? The girl Sensei trying to rescue is cheering in the arm. I don't know, it's kinda weird. So, hier sind wir schon im 6. Stock. Habe ich gleich so gelassen, weil da vorne ist schon der nächste Gegner. Ein starker Gegner, wie wir hier sehen. Was habe ich hier gemacht? Weiß ich gar nicht. Egal. Na komm, geh schon. Ah, jetzt habe ich noch ein bisschen gespielt, damit er sich wieder umdreht. Denn es wäre natürlich klüger, wenn man ihn von hinten überrascht, weil dann haben wir einen Vorteil. Aber das wissen wir ja schon bereits. Ich glaube, jetzt dreht er sich dann um. Komm schon, dreh dich um. Ja, jetzt dreht er sich um. Und es ist... Ah genau, die 9 Steine. Die sind... Warte, gegen was waren die anfällig? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay, gegen wen waren sie auch nicht? Gegen Eis auch nicht. Obwohl die eine war dann anfällig. Dann habe ich... Normal, genau, sie normal attackiert. So, dann Maragi habe ich probiert. Und ja, genau, gegen Feuer waren sie anfällig. So, dann diese noch finishen. Und wir haben, glaube ich, jetzt auch eine neue Persona. Ich weiß jetzt nicht, die Träne oder war es der Stern? Da hatten wir den Stern schon. Weiß nicht. Okay, nein, den Stern noch nicht. Also, Kaivan. Und
Der Stern ist natürlich von Typ her Star. Aber Star brauchen wir so nicht. Deswegen habe ich auch wieder gleich freigelassen. Wir haben eine neue Karte gesehen. Wieder mal der Hermit. Ich glaube aber einmal hat er fehlgeschlagen. Also fehlgeschlagen in die untere Position. Aber diesmal nicht. Und wir sind ein Level gestiegen. Und mit Level 30 bedeutet es, dass wir noch zwei Personas extra holen können. So, hier gleich zur nächsten Truhe gesprungen. Nämlich wieder ein Chess-Key. Und mit der können wir diese öffnen und bekommen eine White Feather. So, das hat mich jetzt ein bisschen genervt, weil das war wieder so, ein spezielles Accessoire. Aber da Yukiko jetzt nicht kein wirkliches Accessoire haben, außer Hairband, was uns nichts bringt, habe ich sie mit Snowpin ausgerüstet, der den Eisschaden ein wenig reduziert. Da sie ja, glaube ich, auf Eis ziemlich empfindlich reagiert. Powerbelt ist noch das nützlichste von den ganzen Accessoires, aber bei Yukiko ist Strength ziemlich unnötig. Also habe ich sie mit Snowpin ausgerüstet. Oder? Ah nein, ich wollte erstmal nachsehen, wo ich denn nachschauen kann, gegen was sie anfällig ist. Konnte ich aber nicht. Deswegen habe ich mich auf mein Gefühl verlassen und sie einfach mit dem Snowpin belegt. Und gleich zur nächsten Treppe übergesprungen. Wow, I'm so happy you came. But still, I'm a little embarrassed. So I'm gonna turn out the lights. So. Wow, it's so dark in there. This is dangerous, be careful going onward, Sensei. So, und hier hat sie uns das Licht abgedreht. Hatte ich ein wenig Schiss, weil da konnte ich die Gegner nicht so schnell sehen. Und in dieser Ebene waren gleich wieder neue Gegner. Beim Würfel dachte ich, das sind eigentlich zwei Gegner dabei, sind diese zwei Würfel ein Gegner. So, und gegen was waren die anfällig? Ich glaube, die Zungen waren gegen Blitz anfällig. Wenn ich mich nicht täusche. Sicher bin ich mir aber nicht. Ausprobiert habe ich natürlich alles. Hier wieder Feuer probiert. Chi hat nur noch. Okay, die waren. Die blocken Feuer sogar ab. Chi hat jetzt gar nicht mehr so viele SP. Ich glaube, nach dem Kampf habe ich dann. Ein Item eingesetzt, das die SP erhöht. So, und jetzt Mazio. Und ich glaube, gegen die waren sehr anfällig. Ja, außer der Würfel nicht. Aber. Da konnte Josuke helfen, hat einen kritischen Schlag geschafft und den Rest haben wir angestürmt. Und da waren sie auch schon fertig. Und hier wieder ein Treasure Chest. So. Mit Cheering Soul, den ich gleich eingesetzt habe. Wie man sieht, bei Chi habe ich auch schon ein Item eingesetzt, aber mit Cheering Soul können wir 100 SP heilen, habe ich gleich auf You eingesetzt. Und zum nächsten Kampf gesprungen, wieder die gleichen Gegner wie vorher. Aber wichtiger, wie auch schon vorher, ist das, was danach kommt, nämlich eine neue Persona. Diesmal habe ich, glaube ich, die Träne wirklich genommen. Yep. Nigi Mitama.
Und dadurch, dass wir einen Platz frei haben, weiß ich jetzt nicht sofort, was es für Typ ist, habe ich nachgesehen. Und zwar war er es von Typ Temperance. So, dann ging ich. Okay, hätte ich. Ah nein, ich bin weitergegangen, weil ich ein Item gefunden habe, nämlich die Chesky. So, hier um die Ecke war ein neuer Gegnertyp, nämlich ein Samurai. Und der ist ein bisschen besonders, weil er absorbiert so ziemlich jeden Typ, also Wind, Feuer und Eis. Und gegen Blitz ist er anfällig. Aber ausprobiert habe ich natürlich erstmal alles. Und hier mal Mazio und Weak. So, sogar ziemlich viel mit 232. So, mit dem Rest anstürmen und fertig ist er. Dann springen wir gleich weiter zum nächsten Gegner. Der hat uns mal überrascht. Und die haben mich in eine großen Bedrängnis gebracht. Denn die Handschuhe haben mich versucht mal mich zu wütend zu machen, damit ich sie nicht kontrollieren kann. Haben sie bei Josuke auch geschafft. Und das Dumme ist jetzt, dass Josuke der einzige ist, der diese Käfer, oder nein, nicht die Käfer, aber die Handschuhe, wirklich Schaden zufügen kann. Und jetzt habe ich mal nachgesehen, ob ich denn nicht irgendein Item habe, die Verwirrung oder den Rage wegbringt. Aber Items habe ich nicht. Nur ein Zauber mit Yukiko, der den Rage wegbringt. Und wer ist noch geraged? Natürlich Yukiko. Also ist dieser Kampf so ziemlich schwer jetzt. Konnte ich jetzt nur noch heilen und warten, bis sie ja enraged sind. Und dann habe ich natürlich geschaut, ob ich nicht ein Wind-Persona habe. Hatte ich aber nicht. Hab meistens nur Eis- oder Blitz-Personas. Oder halt nur normale Angriff-Personas. So wie diesen hier oder Rakshasa. Ja, habe ich nochmal durchgesehen, aber nichts wirklich gefunden. Na komm. Ja, komm jetzt. Du hast keinen Wind. Fähigkeit. Ah, genau, hier habe ich gewechselt, um zumindest zu versuchen, sie zu ja, um sie den Zustand Furcht zu machen. Und das hat bei einem funktioniert und ist geflohen. Zumindest einer weniger. So, der andere ist gestolpert. So, jetzt ist Chie auch noch wütend. So, und da habe ich den Entschluss gefasst. Oder nein, doch noch nicht. Yukiko mal geheilt. Sondern jetzt sind alle wütend.
So, und... Nein. Jetzt habe ich noch probiert mit Magaru, natürlich. Damit die Hände mal weg sind. Und gleich nochmal hinterher, damit sie ja weg sind. So, Chies hat sich auch erholt. Und die beiden erledigt. So. Also ziemlich viel verloren in diesem Kampf.